die römischen Zahlen einfach erklärt. Genau das bekommst du in diesem Video und damit das gelingt, nehme ich dich Stück für Stück durch einfache Beispiele mit. Los geht's! So, das allererste, was du verstehen musst, ist, wir arbeiten mit Zahlen, mit Dezimalzahlen. Also das hier bist du mit Sicherheit gewohnt. Das war allerdings nicht immer so. Früher haben Menschen auch mal mit Buchstaben gerechnet. Ja, klingt komisch, war allerdings wirklich so, oder zumindest für uns ist es heute komisch. Wie das Ganze funktioniert, sehen wir uns hier mal an mit den Beispielen. Und dir muss klar sein, dass so ein Buchstabe für eine Zahl steht. Also wenn da steht x, dann ist das für uns heute, naja, eine 10. Manchmal steht mehr als ein Buchstabe da, zum Beispiel xi. Und das sieht dann so aus, x ist 10. Und da kommt jetzt noch i drauf, also plus und i ist 1. Also 10 plus 1, das ist 11. Also xi, römisch xi, ist für uns eine 11 im Dezimalsystem. Oder lxv. L ist 50 plus x ist 10 plus v ist 5. 50 plus 10 plus 5 ist 65. 65. So, also, was sehr hilfreich ist, beim Rechnen mit römischen Zahlen so eine Tabelle zu haben, entweder hier aus dem Video oder aus einer anderen Quelle, weil in der Regel hast du nicht im Kopf, welcher Buchstabe welche Zahl ist. So, jetzt haben wir hier von römisch auf dezimal umgewandelt. Das Ganze geht natürlich auch umgekehrt. Machen wir das mal für diese drei Beispiele hier. Also 25. Wir wollen mit den Buchstaben hier auf 25 kommen. So, es gibt hier 10 und es gibt 50. 50 ist zu viel, wir wollen ja nur 25. Also wir brauchen zweimal die 10. XX, XX. Also 10 und 10, 10 plus 10 und noch eine 5, das ist ein V. XX, V. 10 plus 10 plus 5 ist 25. Nächstes Beispiel 63. Wir haben hier eine 50 und eine 100. 100 ist zu viel. Allerdings mit den 50 können wir mal was anfangen. Also L ist 50. Jetzt haben wir 50, wir wollen aber 63. Fehlen also noch 13. Können wir zusammenbauen mit X. Das ist 10. Also LX 50 plus 10. Wir wollen allerdings, also das ist 60. Wir wollen auf 63. Dann bauen wir noch 3 mal 1 dazu. Also 1, 2, 3. 50, 10, 1, 1, 1. Macht zusammen 63. Und noch die 106. So, wir haben hier 100, wir haben 500. 500 ist viel zu viel. Allerdings mit C sind wir schon mal auf 100. 100 haben wir, jetzt wollen wir noch 6 drauf. Also machen wir noch 5 plus 1. VI. VI. 106. Dezimal ist römisch CVI. CVI. 100, 105, 106. Wer sich mit den römischen Zahlen auskennt, wird jetzt sagen, ja, so einfach ist es doch gar nicht. Es gibt doch noch eine Menge Zahlen, die kann ich so nicht erzeugen. Und das ist richtig und das liegt daran, dass es bei den römischen Zahlen noch weitere Regeln gibt. Der Punkt ist allerdings folgendes. Wenn du dich neu mit diesem Thema beschäftigst, wenn das hier alles neu ist, dann verwirren dich erst einmal die weiteren Regeln. Du solltest das erst einmal soweit verstehen und üben. Also mach gerne auch nochmal diese Beispiele auf dem Papier selbst für dich. Und wenn das sitzt, dann kannst du zu den weiteren Regeln für die römischen Zahlen gehen. Die stelle ich dir auch im nächsten Video dann vor. Also schau mal in die Endcard oder unten in die Infobox rein. Dort gibt es zu den römischen Zahlen dann den Teil 2, also römische Zahlen regeln. Und ich mache noch einige Beispiele von Dezimalzahl nach römischer Zahl oder umgekehrt römische Zahl nach Dezimalzahl. Auch mit etwas größeren Zahlen. Wie gesagt, sieh erstmal zu, dass du das hier wirklich kannst. Das ist wichtig und geh erst dann an die weiteren Videos dran.
Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auf meinem Kanal bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. Falls du noch mehr über die römischen Zahlen lernen möchtest, schau gerne mal unten in die Infobox rein. Ansonsten würde ich mich sehr über Abo und Daumen hoch freuen.